Ich grüße euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Dolmen-Video hier auf meinem Kanal. Diesmal widmen wir uns in Dolmen einen gewissen Farmspot, wo ihr nicht nur Herstellungsmaterialien bekommen könnt, sondern auch Dolmen-Fragmente. Dolmen-Fragmente seht ihr rechts oben. Davon habe ich jetzt gerade 6. Und hier seht ihr es auch nochmal, Dolmen-Fragmente 6. Frage ist halt, wofür sind diese Fragmente gut? Das erkläre ich euch ja einmal ganz kurz in diesem Video. Und zwar, wenn ihr jetzt zum Beispiel einmal in den Multiplayer gehen wollt. Ja, wir machen einmal Sitzung beitreten. Dann steht jetzt hier zum Beispiel rechts unten erforderlich Erfahrung 6 von 1. Dieses rosane Kristallding, das sind die Fragmente. Sprich, wenn ihr jetzt diese Sitzung beitretet, dann kostet es euch ein Fragment. Ja, und wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Sitzung erstellt, kostet euch das 3 Fragmente. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel die ganzen Bosse wiederbeleben möchtet, kostet euch das ebenfalls 3 Fragmente pro Boss. Und ihr seht ja, im Preis, da gibt es Spezialwaffen, wenn ihr dann jedes Mal die Bosse macht. Allerdings müsst ihr 3-mal die Bosse bekämpfen, um diese Waffe herstellen zu können. Daher braucht ihr 3x3, logischerweise, Dolmenfragmente. Und ich zeige euch eine kleine Möglichkeit, beziehungsweise einen kleinen Weg, wo es eigentlich recht schnell geht. Allerdings, solltet ihr diesen Weg gehen, empfehle ich euch auf jeden Fall, dass ihr eine Eiswaffe bei habt. Denn wir kämpfen halt gegen Säuremonster. Und da ist die Eiswaffe gerade am Anfang sehr, sehr effektiv. Bei der Charakterauswahl ganz am Anfang habe ich halt den Hybriden genommen. Der Hybride hat einmal diese Eiswaffe und der normale Rekrut. Die anderen halt nicht. Solltet ihr sie als Standard haben, dann geht auf euer Schiff und stellt euch dann erstmal eine normale Eiswaffe her. Wir gehen dann einmal ganz kurz hier hin, dann gehen wir hier hin und dann könnt ihr halt eure Eiswaffe herstellen, sofern ihr dann eine andere Charakterklasse habt. Denn im Fernkampf geht es um einiges schneller, um an diese Fragmente ranzukommen, ja? Das war nur so ein kleiner Tipp nebenbei. Also, wir gehen erstmal zum Teleporter hin. Und dann auf Teleportieren und das ist dann auch schon der Hauptweg. Da kommt ihr relativ sehr, sehr schnell hin. Wir wählen den Hauptweg einmal ganz kurz aus. Das Ganze lädt dann und ich zeige euch jetzt die gewisse Route, wo ihr sehr schnell farmen könnt. Unter anderem Materialien sowie auch die Fragmente. Wenn wir jetzt hier spawnen, sind da oben auf jeden Fall schon mal 2 Monster. Die können wir mitnehmen. Das Ganze machen wir dann halt natürlich mit Eisschaden. Geht halt um einiges schneller. Und wenn die dann down sind, dann droppen die halt entweder Materialien oder direkt schon Fragmente. Wenn wir natürlich Glück haben. So, hier wurde jetzt 2-mal was gedroppt. Leider nur Materialien. Aber gut, wir gehen erstmal ganz normal weiter. Wenn ihr jetzt hier seid, na, dann geht ihr hier ganz normal lang. Folgt den gleichen Weg und hier kommen dann definitiv immer mehrere Monster, die wir dann halt mitnehmen sollten. Und je mehr wir killen, desto mehr Materialien bekommen wir oder desto höher auch natürlich die Chance für gewisse Fragmente. Hier ist dann auch noch einer, den nehmen wir noch ein bisschen mit. So, und ihr seht, mit Eis geht das relativ fix. Hat er was gedroppt? Nee, hat er nicht. Okay, dann gehen wir jetzt direkt hier weiter und gehen dann hier entlang. Und immer schön aufpassen, hier hängen dann immer irgendwelche an der Wand. Die machen wir dann direkt auch platt. So, zack, zack, zack. Und gehen dann weiter. Hat auch nichts gedroppt. Jetzt gehen wir durch diesen Tunnel. Da seid ihr jeder mal durchgelaufen. Und dann kommen jetzt hier halt 3 Eier. Und die machen wir dann ebenfalls dann platt. Und diese Route könnt ihr halt sehr schnell und effektiv farmen. Das mit den Fragmenten, das ist komplett random. Wenn ihr Glück habt, bekommt ihr hier alleine schon 3 Fragmente. Wenn ihr Pech habt, dann halt nur 1. Wenn ihr richtiges Unglück habt, dann ja, keins. Hier wurde jetzt nur 1 gedroppt. Wir nehmen das einmal ein, haben unter anderem wieder nur Materialien bekommen. Hier ist auch wieder sowas Blaues, was ihr auch direkt mitnehmen könnt.
und dann macht man den auch wieder platt. Und das ist dann halt erstmal die Route, die ihr so nehmen solltet, um wirklich schnell irgendwas zu erfarmen. So, wir haben jetzt hier gerade wieder eine Energiezelle bekommen. Wir nehmen das alles noch ein und haben wir Glück. Da haben wir jetzt ein Fragment bekommen. Wenn ihr jetzt hier mal so rumläuft wie ich, dann kann es auch mal sein, dass ihr 5 Fragmente auf einmal bekommt. Das ist komplett random. Aber diese Route ist halt sehr, sehr schnell zu farmen. Und ihr kommt dann halt wieder extrem schnell zum Teleporter zurück. Ja, und das ist halt sehr wichtig, gerade den Teleporter. Denn wenn ihr diesen Teleporter einmal aktiviert, dann wird natürlich logischerweise alles wieder resettet. Alle Monster spawnen dann wieder. Und ihr habt dann logischerweise wieder eine erhöhtere Chance, eure Fragmente zu farmen. Ihr geht dann ganz normal wieder zum Teleporter, aktiviert ihn einmal ganz kurz, geht wieder raus und siehe da, Monster sind dann wieder gefarmt. Und dann macht ihr diese Route ganz normal weiter, die ich euch jetzt gerade ganz normal gezeigt habe. Wir gehen wieder hin, schießen den ganzen mit Eis platt, da es um einige schneller geht. Im Nahkampf ist es halt ein bisschen schwieriger, denn wenn die einmal angreifen, nehmt ihr schon ordentlich Schaden und das ist natürlich nicht so pralle. Solltet ihr natürlich keine Fragmente in manchen Runs bekommen, bekommt ihr dennoch normal Naniten. Naniten sind halt ganz gut, um eure Upgrades zu kaufen und dementsprechend auch besser zu werden. Wir rennen jetzt einfach ganz normal wieder durch, in der Hoffnung, dass wir jetzt hier wieder was kriegen. Es gibt auch mal ein paar Runs, da bekommt ihr keine Fragmente und es gibt halt auch ein paar Runs, da werdet ihr zugeschüttet mit Fragmenten. Und gerade die ganzen Boss-Farms bringen euch sehr, sehr viele Naniten, unter anderem auch andere Waffen, die ich jetzt zum Beispiel hier habe, eine coole Nahkampfwaffe von ersten Boss, die ist sehr, sehr schnell und übelst effektiv und da lohnt sich das Farmen um einiges. Ja, wir schießen jetzt nochmal hier alles platt, in der Hoffnung, dass wir jetzt hier für dieses Video einige Fragmente bekommen. Aber normalerweise solltet ihr hier schon ordentlich was bekommen. So, jetzt sind hier einige gedroppt worden. Das sieht aber wieder nach Materialien aus. Ja, mal wieder Materialien, wieder Materialien. Okay, leider Gottes für dieses Video kein Glück gehabt. Hier habt ihr nochmal irgendwelche Zellen, die natürlich sehr gut sind. Energiezellen, davon kann man nie genug kriegen. Aber wenn ihr halt dann alles wieder resettet, gehen eure aktuellen Energiezellen dann immer wieder auf den Standardwert von 4. So, dann könnt ihr hier nochmal alles platt machen. Klar, ihr könnt, warte, das zeige ich euch sofort. So, ihr könnt, haben wir jetzt wieder ein Fragment. Ne, diesmal haben wir kein Fragment bekommen, aber dafür halt sehr viel Materialien. Ihr könnt hier unten auch zwar rumlaufen, aber da ist der eigentliche Teleporter dann schnell weg, beziehungsweise etwas weiter weg. Und mit dieser kleinen Strecke habt ihr dann halt die Möglichkeit, sehr schnell und effektiv zu farmen. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch einiges helfen und beiseite stehen. Viel Spaß beim Farmen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Freigeist TV ist raus. Ciao, ciao.